Ja, und dann sage ich wieder Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Force of Nature. Wir wollten ja noch ein bisschen nach unseren Kaffeevorräten schauen, bevor wir noch weiter Erze jagen. Und deswegen habe ich mich auch schon mit Kaffeesamen und Wasser bewaffnet, dass wir die hier gleich anpflanzen können. In der Zwischenzeit war, wenn ich das richtig gesehen habe, auch am Hochofen was fertig geworden. Genau, da sind unsere Eisenbahnen drin. Die holen wir jetzt gleich mal raus und dann kann ich, glaube ich, noch einen Zinnbauern machen, dann reicht die Kohle nicht mehr. Aber einer ist besser als keiner. Unsere Steinpfeile sind soweit fertig, dass wir Feuerpfeile draus machen können. Hier hinten haben wir noch den fertigen Honig, den wir auch schon mal rausholen. Und zum Rest liegen. Dann ist unser Zinnbahn fertig. Und wartet aufs Einlagern. In der Zwischenzeit schmeiße ich schon mal die Kohle hier hinten hin, bis der Rest soweit fertig ist. Aber dann werden wir noch ein bisschen warten müssen. Das hier mal, glaube ich, die Barrenkiste, genau. Dann haben wir hier Eisenbahn, Zinnbarren. Und mehr gibt es dann erst wieder beim nächsten Mal. Hol jetzt hier das Wasser raus, hol den Kaffee vom Feld. Pflanzen wir noch ein Hündchen an. Dann schauen wir auch gleich, dass wir hier schon was in Auftrag geben können. Kaffee, naja, viel geht nicht, aber drei sind es auch. Besser als nichts. Hier können wir gleich noch unsere übrigen Äste verhackstücken. Die Pfeile haben wir ja schon. Und dann schauen wir mal, diesmal nehme ich, glaube ich, gleich das Portal. Und dann schauen wir mal, was es da noch so an Erzen zu holen gibt, zumindest solange die Ausdauer mitspielt. Schauen, ob ich gerade noch einmal auf den Kaffee warte. Den ernten wir jetzt noch ab, dann pflanze ich noch eine Runde an. Und dann haben wir den nämlich auch schon fertig, weil dann können wir ein bisschen großzügiger mit dem Kaffeeverschleiß sein. Weil den macht man dann einfach, wenn wir das nächste Mal wieder da sind, frisch nach. Gepflanzt. Und hier auch nochmal. So, und dann können wir nämlich hier schon noch viel besser. Ja,
Dann können wir die drei, die fertig sind, hier schon mal rausholen. Und dann können wir gleich nochmal vier hinterher schieben. Und dann mache ich mich mal auf zu Alpha Centauri. Und dann schauen wir mal, was wir da noch holen können. Und zwar... einfach mal genau entgegengesetzt die Richtung. Schauen wir mal, was da gibt. Auf jeden Fall das erste Mal ein Wildschwein. Aber auch nur eins und schon sind wir hier angekommen. Das müsste Eisen, glaube ich, sein. Erstmal ist es nur Stein. Total ergiebig. Wer lüge ich denn? Eisenerz, sag ich doch. Aber leider viel mehr Stein als Erz da drin. Der steht im Weg. Der Goblet stand im Weg. Achso. Axt macht Sinn, ja. Bei so einem Level 2 Wächter wäre natürlich schon nicht schlecht. Vielleicht muss ich irgendwann einmal meinen alten Kameraden, der an der Hütte steht, austauschen. Ein paar so Kettenfallen habe ich ja noch. Zu schlürfen. Na komm, ich sehe es dir doch schon an der Nasenspitze an, dass du mich gleich angreifen willst. Und dann gibt's auf die Mütze und dann haut er wieder ab. Ja, es war klar. So läuft es jedes Mal. So, dann haben wir schon wieder so einen Haufen weniger. Dafür haben wir wieder... Moment, wo ist unser Eisenerz? Da ist unser Eisenerz. Kupfer wäre noch ganz nett, wenn wir irgendwo finden würden. Und dann können wir, glaube ich, erst einmal wieder das Kupfer, das könnte Kupfer sein, wenn wir Glück haben. Ja, das ist Kupfer. Wo ist die Sau hin? Wo ist die Sau? Keine Ahnung. Nicht bei uns. Also ignorieren wir es erstmal weg.
Hoffe ich mal, dass wir den hier so aus der Schräge klopfen können. Ja, schön. Ach, da oben ist dieser und kommt scheinbar nicht hier runter. Komme ich dann da hoch, weil ich würde gerne den letzten Nano weg haben. Na, Schweinchen. Achso, erst unbeteiligt tun und dann. Aha. Sag jetzt mal nichts dazu. Für den Bogen bin ich einfach zu langsam. So, damit haben wir das Steinchen noch weg. Und damit schaut es dann hier eigentlich auch schon halt ganz gut geplündert aus. Dann gehen wir doch wieder mal eine Runde zurück und schauen mal, was wir daraus machen können. Portal ist ja noch in Griffweite. Und wir gehen zurück nach Hause. Dann schauen wir doch schon mal ein bisschen vorausschauen für die nächste Folge. Sollten wir vielleicht einmal... Ja, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Eventuell noch eine Runde Dankkaffee produzieren. Mal gucken, was wir heute noch schaffen. Und dann schon mal ungefähr in die Richtung wandern. Ist doch eine ganz schöne Meile. Vielleicht irgendwo auf halbem Weg noch ein Portal bauen. Nur damit ich schon mal abschätzen kann, ob wir uns dann die Bronzerüstung bauen sollen. Oder ob wir die Fellklamotten brauchen, weil es ist ja doch, wenn oben hier Norden ist, doch ziemlich weit im Norden, könnte ja durchaus sein, dass wir da schon auf ein Schneegebiet stoßen und dann erst einmal die Fellklamotten brauchen. Ich habe nämlich keine Lust, dass ich wieder irgendwas umsonst mache, so wie unsere tolle Lederhose, die wir genau für gar nichts brauchen konnten. Das war nicht ganz so schlau. Also dieser Kaffeebedarf ist schon echt heftig. Da erntet man zweimal ab und kriegt dann drei so Becherchen raus. Das ist schon ein bisschen dürftig. Fell legen wir wieder ab. Baumstamm schmeißen wir dahinter. Steine haben wir alles genügend. Sogar Steinsplitter haben wir alles genügend. Aber was tut man nicht alles? Mal schauen, wie es unseren Pfeilen geht. Die Welt geht's ausgezeichnet. Können wir die schon mal mitnehmen? Und Kaffee können wir nochmal anpflanzen.
am Küchentisch ist der Kaffee schon wieder fertig. Dann holen wir den doch raus und machen gleich wieder Nachschub. Damit sind wir dann immerhin schon mal bei 24. Die Frage ist ja, wie war denn das nochmal? So ein Portal, ne? Das würde mich ja fast reizen, 25 Bretter. Wenn ich zwei so 4x4 Beete machen kann. Das müsste doch was sein, was wir schön noch in der Folge durchbringen. Vielleicht kriegt man da nämlich mehr raus. Da schauen wir doch gleich mal. Angenommen, wir wollen Bretter. Dann wählen wir die hier aus und können gerade mal nur 30 machen. Was nicht gut ist, was aber heißt, dass wir uns auf einen Baumstamm besorgen. Beziehungsweise mehrere. Genau, das probieren wir jetzt noch aus. Das ist doch ganz schön, was wir in der Folge noch machen können. Damit wir nicht nur Kaffeebohnen ernten und pflanzen. So, und dann braucht man doch gleich mal, wo ist mein Lieblingswerkzeug? Ich habe irgendwo, habe ich meine Schaufel liegen. Einmal die Schaufel. Und sobald mir einfällt, wo ich die Erde herkriege, wo war denn hier nochmal der Fleck? Mit der Erde irgendwo. Nicht allzu weit. Ah, genau. Sehr schön, sehr schön. So, also wie war das? Großes Beet. 25 Bretter, 30 Erde. Also braucht man 60 Erde. Da können wir jetzt einmal eine Weile vor uns hinschaufeln. Nein, halt. Vielleicht machen wir erstmal nur, bis die Ausdauer zu Ende ist, bauen dann ein, so ein Beet. Und hoffen, dass in der Zwischenzeit alles so weit erholt ist, dass es für ein zweites reicht. So schmissig wie der hier mit der Schaufel rumwackert, wahrscheinlich eh die 60 gleich benannt. So, wie schaut's aus? Fast. Kann sich ja mal ein bisschen verschätzen. So, die Bretter haben wir auch gleich. Und wir machen dann aber gleich mal nochmal ein paar.
Ei, dieweil, wir wollten ja zwei davon. Sollte ich fast hier. Wie viele Baumstämme haben wir denn noch? Nein, nicht so viel. Mal hier gerade mal den Kaffee abholen. Und hier gerade mal den Kaffee abholen. Ich glaube, ich muss unser Garteneckchen ein bisschen vergrößern. Das muss ein bisschen größer werden, dafür brauche ich aber noch einen Baum. Das hilft nichts. Da bauen wir jetzt mal nichts an. Dann können wir nämlich hier. Na, ich will einen normalen Baum. Aber ich muss jetzt dafür noch einen Kaffee verschwenden. So. Jetzt noch eine Vergrößerungsmaßnahme her. Und zwar bauen wir jetzt einfach wo ich jetzt meine Palisade da bauen wir jetzt hier einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder weiter raus. Dann bauen wir da auch nochmal 8 Felder. Den Rest wieder. Ich depp. Hä? Ja, irgendwie habe ich jetzt da einmal was auslassen. Hallo? Wie ist es denn noch? So, den schieben wir da hin. Dann schieben wir das hier weiter rüber. So, einmal umgedreht.
das hier nämlich schick vergrößert. Sollte dann hoffentlich so weit passen, dass wir auch hier keine Löcher mehr drin haben. Genau. Und dann bauen wir jetzt da mal ein großes Beet hin. Dann schieben wir die kleinen hoffentlich nur, dass wir da an die Hintern dann noch rankommen. Schiebe ich den Brunnen auch noch her daneben. Hallo? So, und bis sich das hier alles verschoben hat, hole ich mir noch schnell die Erde. Viel braucht man ja nicht mehr. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sollte wahrscheinlich reichen. Genau, wie schaut es mit den Blättern aus? Sind auch fertig. Sehr schön, dann pflanzt man jetzt hier noch den zweiten das zweite Beet hin. Ich glaube, ich muss mir irgendwann auch noch eine zweite Tür bauen, weil langsam wird es fast ein bisschen lästig, da immer rumzurennen. So, dann schmeißen wir unser Schäufelchen hier daneben. Holen wir hier das Wasser raus. Und holen wir da das Wasser raus. Ah, sehr schön, wir kommen auch an die Hintere noch ran. So soll das sein. Das zweite Beet. Und hoffen mal, dass sich das rentiert. Schaut auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Wasser raus, solange es da noch am Bauen ist und am Wachsen. So, dann pflanzen wir hier Kaffee rein. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Wie schaut es da hin? Oh, cool, die ist schon fertig. Hey, und jetzt habe ich es wieder weggekriegt.
Die nächste ist in Auftrag gegeben. So, dann schauen wir doch mal. Achso, das ist dann. Ah, okay. Dann können wir da ja richtig reinlatschen. Warum sagt man das keiner? Hätte ich mir ja gar nicht so viel Gedanken machen müssen. So, dann können wir den hier auch gleich noch ernten. Und dann pflanzen wir hier gleich mal nochmal eine Runde an. Genau, und dann soll es hier mal wachsen. Mit dem, was wir haben, gebe ich hier mal noch einen Kaffee in Auftrag. Da geht diesmal dann schon ein bisschen mehr. Ja, und damit sage ich dann auch schon wieder für diese Folge danke fürs Zuschauen. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut so lange und ciao, ciao.